Hi. Das gibt jetzt einen Sonntagsfilm, ne? Das seht ihr ja, ist ja heute Sonntag, wenn ihr es anguckt. Wir haben eine Enduro-Wandertour gemacht. Und wir waren hier in Hünfeld am Feuerwehrfest. Hatte ich hier schon Feuerwehrbung gemacht. Einwandfrei. Seht ihr ja. Ich hab nicht so viel gefilmt, weil es hat geregnet und gemacht. Da hatten die das auch keinen Bock. Ihr seht es, das dauert auch nicht so lange heute. 6-7 Minuten. Und dann könnt ihr mal gucken. Geiles Regenwetter! Da hinten sind die Helden! Es geht los! Wir fahren aufs Feuerwehrfest nach Hünfeld! Das wird richtig lustig, wenn wir dort sind, sind wir putschnass. Das macht Spaß! Geile Gegend hier! Und alles cool? Alles gut. Die Sonne kommt, seht ihr das? Das Brückel hier haben sie geschafft, das Holzbrückel hier, es geht weiter. Aber frei. Gerhard, ja? Kommst du zu klar mit deiner BMW GS? Komm zurück. Gut. Mirko, du machst Probefahrt heute, ne? Weil wegen TÜV. Das ist die Probefahrt für den TÜV. So, jetzt haben wir es. Die Reifen sind noch gut. Die Reifen sind auch gut, ja. Also die gehen nochmal durch. Die gehen durch. Ja, ich muss nochmal schneiden. Da haben wir doch alles richtig gemacht bis jetzt. Cool. Und hier, das ist so die Landschaft. Da unten, wenn man es sieht, ist ein Jägerhochsitz. Mal gucken. Guck mal, der Baum, der lebt auch nicht mehr hier, der eine. Katastrophe. Ah. Es fängt das sogar an der Rhön an. Dass ich es mal ein bisschen abspritze. Du hast es doch nicht alle. Hier wohnt der Max. Das war hier mal die ehemalige Wirtschaft. Das ist jetzt sein Wohnzimmer. Und da hat er auch Motorräder drin. Der lebt hier in der Wirtschaft. Und dahinter hat er seine Werkstatt. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich hatte ja hier vor kurzem schon noch mal drauf. Wir sind jetzt in Nüst bei Hünfeld. Wir holen ja eigentlich aufs Feuerwehrfest. Bescheid. Bis fleißig heute. Wir machen jetzt aufs Feuerwehrfest. Du weißt doch nicht mal, dass Hünfeld Feuerwehrfest ist. Nicht genau gut. Wie läuft es denn in den Aufträgen beim letzten Mal, wo ich die gefilmt habe? Noch nichts passiert. Noch nichts passiert. Leute, der Max geht immer ein, zwei zurück. Da ist er drauf. Mann, wie geht denn los? Die fahren alle 5 Jahre Garantiemotorräder, so nach und neu aus dem Schaufenster. Da kann ich nicht helfen. Alles läuft Bumpe. Und schick. Man hatte Feuerwehrautos, gucke. Also. Wir sind da. Wir gucken natürlich erst einmal nach den Feuerwehrmännern. Die sind immer ganz wichtig, das ist ganz klar. Und dann haben wir Hunger. Dahinter ist die Meile. Da machen wir jetzt hin. Kurz Führung. Hier ist die Grillstation. Wo unser Chef ist, weiß man noch nicht. Ja, guck mal. Das ist mein Sub. Mirko, was hast du? Gyros. Alles wird gut. Der Feuerwehrmann sagt halt, hier in Hünfeld, das ist Stützpunkt, die haben am Tag vorneweg immer jeden Tag 3 Einsätze, weil die müssen überall hin. Hier ist schon, das ist schon richtig groß. Und da, wo wir eben gesessen haben, ich glaube, ich habe es nicht gefilmt, das gibt es einen Neubau. Das ist da vorne drin, wo wir eben waren. Also hier in Hünfeld, da ist schon Action mit den Feuerwehrmännern. Auf Rhöner Spezialwegen. Hier stehen überall Höfe. Das sind die einzelnen Zufahrtsstraßen, wie man da hinkommt.
Bescheid. Oh. So Leute, wir sind heim. Es war ein geiler Tag. Ah. Ich habe nicht so viel gefilmt, wie das ganze Abenteuer gedauert hat. Wir sind dreitschnass. Wir haben nasse Eier. Aber es gab auch immer wieder Trockenperioden. Alles gut. Also den Tag haben wir heute auch wieder alles gut rumgekriegt. Die Ankreuz sind schon abgehauen. Ich mache jetzt nochmal den Abschluss. Es ist 20 Uhr. Wir sind daheim. Wir sind aus dem Gelände raus. Die Rehe und die Hasen haben jetzt unsere Freiheit, weil wir haben es auch egal. Bla bla bla. Alles gut, es war ein geiler Tag. Und die Feuerwehr in Hünfeld, das waren echt coole Jungs. Und die Suppe, wo ich da gegessen habe, die war auch lecker. Und ist keiner von uns Profis auf die Fresse gefallen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und dann könnte so der Arsch weh. Der sitzt jetzt daheim. Der Arsch tut weh. Ich bin ja abgehärtet. Ja, die Mirko ist auch abgehärtet. Das war der mit der XT. Und die anderen zwei, die müssen noch ein bisschen üben. Alles klar. Wir machen dann morgen irgendwie wieder in der Welt weiter. Schön war's. Und das ist die Hauptsache.